Hallo zusammen und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Minecraft auf den Hermitcraft Server. Ich grüße euch. Ich habe die letzte Aufnahme aus Versehen versimmelt, beziehungsweise ich habe aus Versehen auf mein Shortcut für Aufnahme stoppen gedrückt, anstatt auf Escape. Das wird mir jetzt nicht passieren, denn ich drücke M2. So, ich bin im. Das letzte Mal war ich dabei, hier quasi die Travel Anchor zu setzen. Und ja. Bin dabei hier am Testen, wie weit das geht. Es reicht auf jeden Fall schon mal bis hier runter. Was mir halt auch sehr viel schon an Reichweite ist. Ich setze das Ding jetzt mal hier hin und nenne es Zimmer 1. Oder ich nenne es einfach erstmal Zimmer. Okay, Reichweite sieht gut aus. Und ich glaube, dass ich hier, warte mal, wenn ich nämlich jetzt hier zurückgehe, wird mir das als, genau, ich muss hier ein Item reinpacken, oder dazu ist das Item da, das ist sozusagen das Logo von dem Zimmer. Okay, wir sind mal noch am Testen, denn ich will erstmal, ja, das ist eigentlich ein guter Standpunkt hier so, ich will aber mal gucken, ob ich, jetzt habe ich da ein Stück Wand weggehauen. Ich will mal gucken, ob ich von unten bis dorthin komme. Denn das wäre ziemlich nice. Dann kann ich nämlich zwischen diesen beiden Crafting Stations immer hin und her switchen. So. Nennen wir es einfach Fabrik. Muss ich mir dann auch mal ein anderes Tool ausdenken. Und coole Sache. Das funktioniert sogar. Also, ich weiß nicht, wie viele Blöcke das jetzt sind. Wir sind, warte mal. Was? Ach so, geht auch mit Leertaste. Es sind auf jeden Fall 38 Blöcke, die wir jetzt quasi, ja, auseinander switchen. Das heißt, ich setze das jetzt, ach, warte mal, ich mache mal Musik. So, ich setze jetzt sozusagen einfach hier irgendwie so fast in die Mitte. Es ist ja jetzt nicht direkt in der Mitte. Oder hier davor. Egal, ich setze einfach hier rein. Diesen Travel Anchor. Und nenne ihn wieder Fabrik. Und kann quasi zwischen diesen beiden Sachen hin und her wechseln. Und hier werde ich sozusagen auch nochmal einen Block hinsetzen irgendwo. Er ist natürlich jetzt doof, weil nämlich, wobei, wenn ich das hier weghacke, aua, falle ich erstmal nach unten, aber, so, Hexenzimmer. Da können wir ja ein Bookshelf reinmachen. Wozu das ist, weiß ich doch nicht. Man kann hier auf jeden Fall hier Protected. Ich weiß es nicht, was Protected. Private, Protected, Public. Ist ja egal, weil ich bin hier noch mit dem Raui ansonsten alleine. So, guck an. Das geht super. Geht super gut. So wird einfach mal unser ganzes Ding beschleunigt. Wunderbar. So, ich habe noch zwei Stück. Dann würde ich nämlich jetzt, warte mal, ich brauche 1, 2, 3, 4. Dann brauche ich noch, hier habe ich 5, 6, 7, 8. Zwei davon müsste eigentlich jetzt reichen. Crystal in der Mitte, das hier außen rum. Und dann hier nochmal Eisen. Wie gesagt, die sind nicht allzu teuer, muss ich sagen. Ne? Die sind super. Da mache ich nämlich noch eins in die Küche. Das setzen wir hier hin. Wo setzt man das hin? Hier auf so ein dunkles, dann fällt das vielleicht nicht so auf. Genau. Und Küche. Können wir natürlich auch ein Dings reinmachen. Und können wir Fabrik wechseln. Hexenzimmer.
Kommen wir von da aus in die Küche? Ja, kommen wir auch in die Küche. Und geil wäre es natürlich, wenn wir dann da oben noch eins hinmachen können. Das müssen wir testen. Das will ich jetzt mal ausprobieren, ob die Reichweite entsprechend hoch genug ist. Oder ob es dann, oder was heißt hoch genug, ob das ausreicht. Nein! Oh. Okay, der war scheinbar schon angeschlagen. Den hat sofort instant erwischt. Ich versuch's erstmal hier oben. Das heißt, ich gehe ja hier hoch. Das heißt, ich bin ja dann hier oben quasi drin. Können ja dann den Travel Anchor hier hinsetzen. So. Und nennen wir den Baumfarm. Baumfarm. Und ich habe hier auch ein passendes Item dafür. So. Hä? Ach so, die Items fliegen wieder raus. Ah, ich verstehe. Und guck dir das mal an. Wir kommen von hier aus in die Fabrik und wieder zurück zur Baumfarm. Ah, ist das klasse. Ist das genial, Alter. Großartig. Großartig. Also, das gefällt mir. Also, ja. Wunderbar. Davon können wir dann sozusagen dann demnächst auch noch ein paar andere bauen. Sofern wir dann die Ressourcen dafür haben. Aber ist doch schon mal klasse, dass das funktioniert. Was ich jetzt mache, ist, dass ich gucke, weil ich will mal schauen, ob ich so eine automatische Fischrod bauen kann. So, Fisch, nicht frisch, sondern Fisch. Nicht frisch. Fisch. Fisch. Oh weia, ey. Pufferfisch und Clonefisch. Da müssen wir mal gucken, ob wir sie haben. Denn die sind nicht so einfach zu finden. Habe ich überhaupt irgendwelche Fische? Habe ich Fische? Ich weiß es gar nicht. Tritra tralala. Der alte Hexenmeister ist wieder da. Nee, Fische haben wir gar nicht. Ja, dann müssen wir wo angeln gehen, wa? Der alte Kackstuhl geht jetzt erstmal angeln und dazu brauchen wir eine Angel. Ich brauche mal zwei von dem. So, gute Frage. Nächste Frage. Wie war die Angel? So rum war die Angel. Das sind so Basic-Rezepte, die man halt immer irgendwie immer wieder vergisst. Aber wir haben ja lange nicht geangelt, deswegen lasst uns mal schauen, ob wir das noch können. Und was wäre ja noch geeignet dafür, wenn wir einfach hier hingehen? Ach ja, genau, ich habe hier letztens auch übrigens das fertig. Oh, nein. Hier das zugemacht, denn ich wollte dann sozusagen hier die neue Farmen bauen für die automatischen Farmen, aber da bin ich nicht weit gekommen. Ja, mal gucken. So. Also, ob das überhaupt geht, wenn das Ding so komisch schwimmt. Geduld ist eine Tugend. Ich glaube, das funktioniert nicht. Normalerweise kommt ja dann, kommt ja so eine Dings an, so eine Blubberblase, die anzeigt, dass da jetzt gleich was angeschwommen kommt. Aber irgendwie, weiß ich nicht, funktioniert's nicht. Wenn ich mal an der Angel ziehen hier. Vielleicht
Vielleicht ist das Gewässer auch zu klein, oder? Eigentlich nicht. Ich glaube, man kann sogar ein 4x4-Loch oder 2x2-Loch fischen und bekommt Fische. Ich verstehe auch nicht, dass das hier so komisch... Flupp! Ach Mist. Ich glaube, dass da war was. Ich versuche das nochmal. Früher wurde ja eigentlich noch die Angel angezeigt, also die Angelschnur. Die ist irgendwie jetzt nicht mehr der Fall. Spannende Musik dazu. Dramatische Szenen spielen sich hier quasi ab. Okay, alles klar. Ich angle was und was ist es? Es ist eine Tür. Nee, ne? Ernsthaft? Wo ist jetzt das Ding hin? Ah, ich glaube früher... Ah, jetzt kommt was. Das war ein bisschen zu spät. Ich glaube, früher ging das auch ein bisschen einfacher. Irgendwie irritiert mich das ein bisschen, dass das Wasser hier nicht so still steht. Aber was Minecraft auch für eine Entwicklung durchgemacht hat, ja. Ich meine, jetzt haben wir einen Shader, wo das Wasser so unglaublich krass aussieht. Da, jetzt kommt was an. Sag mal, das gibt's doch nicht. Ich angle hier nur irgendwelchen Mist. Ich will einen Fisch. Einen Fisch will ich. Ach ja, ist das entspannend. Oh, jetzt schönes Bierchen dazu. Das wäre jetzt gar nicht mal so verkehrt, ne? Jetzt kommt was an. Sag mal, was kommt da auch mal ein Fisch? Was ist denn das hier für ein hässlicher Tümpel? Kommt da auch mal ein Fisch raus? Also, ernsthaft? Da kommt ja nur Krempel. Ich meine, meine Fisch-Skills, die steigen. Wenn es das überhaupt gibt, Fisch-Skills. Aber auf jeden Fall sammle ich dazu, was haben wir hier? Ein Raw Carp. Jetzt ist natürlich die Frage, geht das Ding wirklich nur mit dem Pufferfisch? Und dem Glowfisch? Wir testen das einfach. Wir testen das einfach. Ich hol mal... ach nee, warte mal. Okay, gut. Ich dachte schon, ich muss erst noch irgendwas einsammeln. Wir sind bei 14 Minuten. Dafür, dass ich die letzte Aufnahme ein bisschen verkackt habe, können wir ja hier ein bisschen länger machen. Das heißt, ich gehe erstmal hier zurück. Tür zu. Und dann können wir nämlich dann später, wenn das funktioniert, uns eine Fischfarm craften. So, ich brauche das. So, ich habe doch gerade eben... Wo ist es denn hin? Ernsthaft? Jetzt sag bloß, dass wenn ich was hier mit dem Dings nehme, dass es gleich in dem Rucksack landet. Das ist ja großartig. Gut zu wissen.
Gut zu wissen, das wusste ich nämlich noch nicht, dass das funktioniert. Wo ist mein? Okay, pass auf. String. Mana Infused String. Mana Infused String. Warte mal. Hatte ich nicht hier. Ach, ich hatte doch, hä? Nicht bescheuert? Wo kommen die denn jetzt hier auf einmal her? Hä? Ja, ich habe keine Ahnung. Okay, ich hab sie plötzlich dabei. Ich weiß aber nicht, wo sie herkommen. Von daher, ich brauche erstmal noch eine Chest. Ich brauche mal ein paar Chests. Ich brauche Holz. Ich bin gerade ein wenig verwirrt, wie ihr das gerade mitbekommt. Ich weiß nämlich nicht, ob ich die gerade hatte. Ah, ich weiß es nicht. 1, 2, 3, 4, 5. Wie viel Holz wir haben, ja, das ist Wahnsinn. So. Okay, dann machen wir mal Folgendes. Wir brauchen mal 4 Truhen. 1, 2, 3. Einen habe ich, glaube ich, noch im Inventar. Oder zumindest im Rucksack. Jawohl. Achso, das ist eine andere Truhe. Na gut. Dann wären wir jetzt hier. Das war wahrscheinlich eine Dark Oak Wood Truhe. Zack. Nein, das funktioniert so nicht. Ach ja, der Fisch. Und nein, wir brauchen wirklich diesen Fisch dazu. Okay. Das heißt, wir gehen in der nächsten Folge angeln. Oder ich erspare euch das und werde einfach nach, gleich, wie spät haben wir es denn? 17:41? Ja, ich habe genug Zeit. Da kann ich mal in Ruhe angeln und da werde ich sehen, was bei rauskommt. Wir werden sehen. Gut, alles klar. Ich blende die ganze Folge aus und wir sehen uns dann das nächste Mal. Hat mich gefreut, dass ihr dabei gewesen seid. Ja, und wenn euch das gefallen hat, was ihr hier gesehen habt, dann gebt einen Daumen nach oben. Ansonsten abonniert meinen Kanal oder lasst es bleiben. Macht's gut, bis dahin und bleibt so schön. Tschüss.